Im März 2010 veröffentlichte das Antisexismusbündnis Berlin, ASBB, in der Zeitschrift Phase 2 eine Kritik gegen die antideutsche Verwendung feministischer Positionen in ihrer Islamkritik. Gemeint war damit nicht nur, dass Antideutsche bei ihrer Fokussierung auf den Islam die sexistischen Zustände hierzulande tendenziell aus den Augen verlieren oder im schlimmsten Fall ganz leugnen würden. Ein Umstand, der tatsächlich hochgradig widerlich daherkommt und eindeutig zu kritisieren ist. Stattdessen unterstellte das ASBB jedoch eine grundsätzlich rassistische Motivation, für die die vermeintlich feministische Kritik am Islam nur Deckmantel wäre. Diesen Vorwurf gilt es in dieser Form entschieden zurückzuweisen, diskreditierte das Bündnis damit doch nicht nur die Kritik an einem eindeutigen und brutalen Gewaltverhältnis, sondern vor allem auch die Solidarität mit dessen Opfern. Statt, wie man es eigentlich von einem Antisexismusbündnis erwarten könnte, sich grundsätzlich auf die Seite aller von sexistischen Zuständen Unterdrückten zu stellen, werden die nichtwestlichen Kulturen unantastbar gemacht und das perfiderweise auch noch im Namen derer, die unter ihnen leiden müssen. Ansichten, mit denen das Bündnis leider nicht alleine steht. Die Zusammenhänge von Rasse, Kultur und Religion als Zwangskollektiven, die eben gerade nicht linken Schutzes bedürfen, sondern vor denen man die Individuen in Schutz nehmen muss, sind in den letzten Jahren auch hier wiederholt thematisiert worden. Dennoch bewiesen diverse linke Bremer Gruppen erst im letzten Monat mit der Einladung des notorischen Kulturrelativisten Georg Klauder, dass sie von den an sie gerichteten Hinweisen aus dem Nichts verstanden haben. Festzuhalten gilt es deshalb noch einmal. Den einen Unzustand gegen den anderen auszuspielen, hat nichts zu tun mit einer Kritik der Verhältnisse, die diesen Namen verdienen würde. Eine solche muss hingegen sowohl universalistisch sein, indem sie die gleiche Freiheit von Zwang und Gewalt für alle Menschen zum Ziel hat, als auch spezifisch sein, indem sie die Verhältnisse in ihrer realen Unterschiedlichkeit begreift und angreift. Soll heißen, es muss möglich sein zu zeigen, dass auch wenn beides Gewaltverhältnisse sind, es für die Betroffenen trotzdem einen Unterschied ums Ganze, also ihr Leben oder zumindest ihre körperliche Unversehrtheit dadurch gibt, ob sie in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften oder unter Scharia-Herrschaft leben. Die fatale Gleichsetzung von Bikini und Burka oder Schönheitsoperationen und Genitalverstümmelungen erweist keinem Opfer und keiner Unterdrückten irgendeinen Dienst, sondern legitimiert ausschließlich barbarische Zustände. Solche Gleichsetzungen konsequent abzulehnen, bedeutet keine Affirmation bürgerlichen Rechts, denn allein schon der Umstand, dass dessen partikulare Verbesserungen immer auch prekär sind, ist klares Plädoyer sowohl für ihre Aufhebung in einer freien Gesellschaft als auch gegen ihre Rücknahme durch vormoderne Barbarei. Um so eine Kritik entwickeln zu können, bedarf es der Aneignung und Schärfung von Begriffen, die die Verhältnisse adäquat fassen können. Dazu haben wir eine kurze Reihe von Veranstaltungen zur Kritik von Geschlechterverhältnissen geplant, deren heutiger erster Teil auch genau da, nämlich an den Begriffen und ihrer sinnvollen Verwendung, ansetzt. Wir haben dazu eingeladen vom antifaschistischen Frauenblock Leipzig und Anna Holme. Anna schreibt und lebt in der queer-feministischen Szene in Berlin und der AfBL ist eine antifaschistisch-antideutsche Frauengruppe entstanden aus der Kritik an männlicher Dominanz in der linken Szene. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Wir sind eine antideutsche feministische Gruppe, die AfL, und haben aber machen eher Theoriearbeit und im Diskussionszusammenhang auch und dann auch in weiteren Diskussionszusammenhängen. Und das ist so ein bisschen auch die Vorgeschichte für die Veranstaltung hier, dass wir vor mittlerweile zwei Jahren, so ein bisschen in der feministischen Theoriebildung so ausgemacht haben, dass es eigentlich so einen Dissens gibt zwischen so klassischen feministischen Positionen, die Patriarchat verwenden, den Begriff, und aber eher dann in der Queer-Szene der Begriff der heteronormativen Matrix immer wieder in Anschlag gebracht wurde. Und wir uns in der Gruppe so ein bisschen überlegt haben, was eigentlich der unterschiedliche Output bei den beiden Begriffen ist. Und wir haben dann auch einen Text dazu geschrieben, im Frühjahr 2009 in der Phase erschienen, im Verhältnis heißt der. Und die Veranstaltung basiert eigentlich auf diesem Text, wobei wir damals überlegt hatten, dass es schön wäre, eine Gegenposition zu haben. Also wir, kann ich schon mal vorwegnehmen, finden auf gewissen Ebenen den Patriarchatsbegriff, oder wir sagen dann strukturelles Patriarchat, das führe ich nachher noch genauer aus,
schon günstiger, um Diskriminierung, Diffamierung von Frauen als Frauen artikulierbar zu machen. Und wollten dann gerne Gegenposition haben. Hanna ist aus einem ähnlichen Diskussionskontext, also aus einem queer-feministischen Diskussionskontext in Leipzig, damals dann noch gewesen und mittlerweile ja Berlin. Und wir hatten sie dann angefragt, ob sie die Veranstaltung nicht mit uns machen will. So, das ist einerseits, dass wir einerseits beide Begriffe erklären werden im Folgenden. Also ich eher den Patriarchatsbegriff, Hanna den Begriff der heteronormativen Matrix. Und dass wir aber auch verschiedene Positionen dabei haben, tatsächlich. Und das auch untereinander, aber auch mit euch diskutieren wollen. Die Veranstaltung wird so ablaufen, dass ich erst was kurz zum Patriarchatsbegriff sagen werde. Ich meine, es ist ein sehr weites Feld, aber ich versuche das so ein bisschen zusammenzustauchen. Einfach, also es sind so 5-6 Minuten vielleicht. Danach wird Hanna den Begriff der heteronormativen Matrix erklären. Oder ihre Lesart von Butler erklären oder dazu was sagen. Und dann werde ich nochmal auf ein paar Kritikpunkte unserer Einschätzung vom gegenwärtigen Geschlechterverhältnis und zu unserem Gegenentwurf strukturelles Patriarchat was sagen. Dann wird Hanna nochmal darauf die Gelegenheit haben zu antworten, dann würden wir das Podium öffnen. Ja? Ich versuch's. Ja, also glaube ich, aber ja, ich gebe mir Mühe, auf jeden Fall. Okay, also wie schon gesagt, ich werde jetzt grob was zum mehr oder weniger klassischen Verständnis von Patriarchat sagen, so ein bisschen als Vorbemerkung. Und was ich im Folgenden sage, ist natürlich eine krasse Verkürzung. Der Patriarchatsbegriff ist gerade seit der zweiten Frauenbewegung mehr oder weniger omnipräsent in feministischen Diskussionen gewesen, bis Anfang der 90er, bis dann verschiedene andere Konzeptionen aufgekommen waren, vor allen Dingen auch der Begriff der heteronormativen Matrix. Aber trotzdem versuche ich jetzt so eine grobe Linie erstmal nachzuzeichnen, damit so ein bisschen klar ist, auf welcher Folie das sich abspielt. Okay, also eine erste Definition kommt von Max Weber aus dem Jahr 1921. Und Weber versteht unter Patriarchalismus eine durch Tradition legitimierte, umfassende Herrschaft des Hausvaters über die Mitglieder einer häuslichen Wirtschaftsgemeinschaft, also Frauen, Kinder, Sklaven, Mägde und Knechte, oder auch eines Fürsten, Fabrikbesitzers, Gutsherrn, der über seine Untertanen bzw. Arbeiter herrscht wie ein Vater über seine Familie. Also die Figur des Vaters ist da noch konstitutiv. Der Begriff wurde dann aber sehr schnell von der ersten Frauenbewegung, also insgesamt ist die einzuordnen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und in den 1920er Jahren, soweit ich weiß, wurde der Begriff des Patriarchats da aufgenommen, aber die Bedeutung verallgemeinert. Aus dem Vater wurde der Mann insgesamt und die primäre Kritik richtete sich auf die sexuelle Verfügungsgewalt von Männern über Frauen. Und seitdem wird eigentlich die Ungleichstellung und damit einhergehende Abwertung von Frauen durch Männer als Patriarchat bezeichnet. Und so richtig wirkmächtig wurde der Begriff in der zweiten Frauenbewegung, in ausgehenden 1960er, oder seit den ausgehenden 1960er, dann 70er Jahren, und hat dabei auch zahlreiche Transformationen erlebt. Also gerade auch in der Frauenforschung, feministische Theoriebildung, die ganz stark in dem Kontext vorangetrieben wurde, gibt es verschiedenste Theoretisierungen von oder des Begriffs Patriarchat, wo ich jetzt das Ganze ziemlich eng nochmal versuche irgendwie nachzuziehen. Oder ich werde jetzt versuchen, ich werde eine Haupttendenz kurz umreißen und danach so drei Schwerpunkte, thematische Schwerpunkte, wo der Begriff in Anschlag gebracht wurde, zu nennen und das dabei dann aber auch erstmal belassen. Also wir können in der Diskussion auf jeden Fall auch nochmal darauf zurückkommen. Okay, also der Begriff des Patriarchats dient der zweiten Frauenbewegung oder Teilen dieser zur Politisierung bestehender Geschlechterverhältnisse und er eröffnete als auch explizit als Kampfbegriff die Möglichkeit der Kritik an den vorherrschenden Rollenbildern von Mann und Frau. Also mit Patriarchat wurde nicht mehr nur die Herrschaft des Mannes über die Frau verstanden, sondern auch die klare Verteilung gesellschaftlicher Aufgaben und Ressourcen bezeichnet. Der Begriff wurde damit zu einem Analysebegriff für die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt aus feministischer Perspektive. Kritisiert wurde, dass Männer in den gesellschaftlichen Normvorstellungen in der Öffentlichkeit situiert wurden und auch werden oder auch im materialistischen Sprachgebrauch der ausgehenden 1960er Jahre in der Produktionssphäre.
Und das Problem, und das Frauen dagegen in der Privatheit oder auch der Reproduktionssphäre verortet wurden. Der Ansatz der Kritik der zweiten Frauenbewegung ist eben diese Sphärentrennung mit den zugehörigen Zuschreibungen. Ein bisschen, also zugespitzt ist das auch immer wieder verdeutlicht worden in dem Leitspruch, das Private ist politisch, oder anders ausgedrückt in dem Kontext hier, Herrschaftsverhältnisse machen nicht vor der eigenen Haustür halt. Und dieser Anspruch richtete sich gegen die Nebenwiderspruchsrhetorik der Genossen, den Kampf gegen Herrschaft, wie gesagt, in der Sprache der ausgehenden 1960er Jahre, mit dem Arbeiterkampf gleichsetzten. Dabei sollte der Blick dafür geöffnet werden, dass nicht nur das Klassenverhältnis ein Problem ist und dass die Unterdrückung der Frau zumeist im Privaten stattfindet und nicht direkt mit einer Kritik am Kapitalismus erfasst werden kann. Oder zumindest war das die Auffassung. Zentrales Anliegen war es, deutlich zu machen, dass das Leiden von Frauen eben kein Nebenwiderspruch kapitalistischer Vergesellschaftung ist und dass sich mit der Revolution, schon auflösen würde, sondern eine spezifische Unterdrückung. Also das genau gegen die Rhetorik, die immer darauf abzielte, sehr platt gesagt oder sehr runtergebrochen, wenn die Klassenfrage gelöst ist, ist die Frauenfrage auch gelöst. Und dagegen, also wurde dann gesagt, naja, dass es eben eine eigene Art von Unterdrückung ist, die eng an die Trennung von öffentlich und privat gekoppelt ist und dabei aber auch wesentliches Struktur- und Funktionsmerkmal der gegenwärtigen Gesellschaft. Also der Begriff hatte erstmal in dem Moment dann den Anspruch, eine Gesellschaftsanalyse aus im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis bieten zu können oder daran anknüpfen zu können. Das Patriarchat wurde nun auf verschiedenen Ebenen für die politischen Forderungen der zweiten Frauenbewegung in Anschlag gebracht. Erstens auf einer juristischen Ebene. Zentral war hier die Forderung nach voller Gleichberechtigung, aber auch der Kampf um die Änderung des Paragraphen 218. Also ganz exponiert war da die Kampagne Wir haben abgetrieben von 1971 und die Verbesserung der Chancen zur Ausbildung und Berufstätigkeit insgesamt. Also dabei muss man bedenken, dass bis Ende der 70er Jahre, glaube ich, der Ehemann das gesetzliche Recht hatte, Einspruch zu erheben gegen die Berufstätigkeit der Frau, wenn sie ihren häuslichen Pflichten nicht adäquat nachkam. Okay, auf einer zweiten pragmatisch-aktionistischen Ebene stand am Anfang ganz klar auch die Familienordnung im Zentrum. Ein zentrales Anliegen war, dass Frauen nicht mehr allein für die Kindererziehung zuständig sein sollten. Das war auch so ein bisschen der Beginn der zweiten Frauenbewegung, also die Forderung nach Kinderläden, damit sie auch mal Zeit haben, sich politisch zu engagieren. Also, wie viele das jetzt klingt, aber auch eben auf die, also es ging auch um eine Kritik an der Kontrolle über den Körper und das Eigentum der Frau von Seiten des Ehemanns, auf verschiedenen Ebenen, wie auch, wie schon gesagt, auf einer juristischen Ebene, aber auch auf einer sozialen, natürlich, also auf einer Umgangsebene. In dem Kontext wurden Selbsthilfeinitiativen geschaffen, Infrastrukturen für Frauen, also Frauenhäuser, Frauengruppen und natürlich, also wie ich gerade schon erwähnt habe, die Kinderläden. Und auf einer dritten kulturell-philosophischen Ebene entstand die Frauenforschung, feministische Theorien, die im Patriarchatsbegriff ansetzten und die ein sehr weites Feld umspannen, wo ich mich nicht im Detail mit auskenne, muss ich zugeben. Also ein paar Theorien kenne ich, aber garantiert nicht alle. Und da war zum Beispiel, also ein Beispiel jetzt, so eine Kritik am Androzentrismus zentral auf gewissen Ebenen, das ist, dass der Mann oder das Männliche als Norm gedacht wird und Frauen als das defizitäre andere gesellschaftlich vorgestellt werden. Und aber in diesem Feld war eben auch die Suche nach dem genuin Weiblichen oder dem Matriarchat in gewissen Strömungen präsent und die das Matriarchat als bessere Alternative zur männlichen Ordnung etablieren oder reetablieren wollten. Da gibt es dann auch so Rückgriffe auf die in nicht archaischen Kulturen hätte es das mal gegeben und da hätte es dann keine Kriege gegeben und da wäre alles gut gewesen. Also solche Legitimationsschemata wurden zugespitzt auch hochgefahren. Und okay, und das würde ich jetzt erstmal als sehr von mir ist es eine sehr platte Interpretation von dem, was man als Identitätsfeminismus bezeichnen kann. Aber so ein bisschen ist es auch das, wo dann Butlers Kritik ansetzte. Und da würde ich jetzt an Hannah übergeben. Okay.
Genau, also wir sind ja jetzt quasi bei diesem, im Grunde so eine Art einführenden Charakter innerhalb dieser Veranstaltung. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen was zum Begriff der heteronormativen Matrix sagen und dazu muss ich natürlich so ein bisschen auf Butler erstmal eingehen. Und danach beginnen wir also mit diesem diskursiven Teil, dass dann Inka sagt, weshalb sie trotzdem an dem Begriff des Patriarchats festhält und dann werde ich nochmal eben sagen, weshalb ich das eben für falsch halte. Spannend finde ich auch den Kontext, in dem wir eingeladen worden sind. Also da können wir auch gerne diskutieren, gerade wenn es dann um universalistische Kritik geht, in Bezug auf Islam, können wir gerne ansetzen, da lasse ich mich auf jeden Fall, da werde ich andere Positionen dann einnehmen. Aber spannend auf jeden Fall. Gut, aber jetzt erstmal zu diesem quasi einführenden Teil. Was ist eigentlich heteronormative Matrix? Es hört sich verflixt kompliziert an. Und ich werde jetzt so im Grund ja so vier Punkte abarbeiten. Also einmal die Frage stellen, was ist überhaupt Performativität von Sprache? Was ist überhaupt Diskurs? Weil wenn wir diesen Begriff nicht haben, dann wird es auch verflixt schwer, Butler zu verstehen. Dann hört die sich ganz schön abgefahren an. Im zweiten Schritt will ich dann den Begriff der heteronormativen Matrix klar machen. Und in dem dritten dann auf diesen ganz dollen, sensiblen Punkt eingehen, nämlich den der materiellen Körper. Was sind eigentlich Körper? Weil da wurde ja dann auch ganz viel diskutiert in Bezug auf Butler. Und am Schluss dann nochmal auf das postsouveräne Subjekt eingehen, auf die Vorstellung von Subjektivität bei Butler dann. Weil das alles dann wichtig wird für unsere Diskussion. Okay. Butler wird meistens in einem Atemzug genannt mit ihrem Buch Gender Trouble, was unter dem unsäglichen Titel Das Unbehagen der Geschlechter dann in Deutschland erschienen ist, 91. Und wer versucht hat, irgendwie so mal einfach unvoreingenommen zu lesen und sich an die Primärlektüre ohne Ahnung gewagt hat, der hat vielleicht oder die das Buch wütend in die Ecke geschmissen, weil da kommen so Namen wie Lacan und Irigaray und wenn man die alle nicht kennt, dann kann man das auch erstmal gar nicht so richtig verstehen. Das ist aber kein Sadismus ihrerseits, sondern das ist ihre Methode, dass sie sich im Grund die Theorien aneignet von den anderen, von Freud, Lacan, Irigaray, und die im Grund durch ihren dekonstruktivistisch postfeministischen Fleischwolf im Grund dreht. Genau. Und deswegen werde ich jetzt erstmal kurz auf die Folien eingehen, auf die theoretischen, auf deren Hintergrund sie dann arbeitet, damit so ein bisschen klar ist, was sie da eigentlich macht. Also zum einen bezieht sie sich auf die feministische Theorie. Sie grenzt sich da ab von Irigaray. Der wird oft vorgeworfen, dass sie biologistisch ist, weil sie sagt, es gibt weibliche Eigenschaften, die aufgrund der Vagina entstehen. Also ihr berühmtestes Buch von Irigaray ist Das Geschlecht, das nicht eins ist. Und da geht es also darum, dass sich Identität bei Leuten, die sagen, dass sie eine Vagina haben, eben anders verläuft, weil die eben offen ist und deswegen nicht wie der Penis eindringt und so weiter. Wenn man nicht ein bisschen Psychoanalyse auch gehört hat, dann hört sich das alles auch furchtbar abgefahren an. Davon grenzt sich Butler ab und bezieht sich stärker auf Fetisch, die im Grund, ja, so sagt das eigentlich, Lesben keine Frauen sind, weil sie eben ganz stark von diesem auf Gender Bezug nimmt und sagt, naja, das was, und daher kommt auch der Begriff der heteronormativen Matrix zum ersten Mal, aber auf jeden Fall hat Wittig den auch, die also sagt, naja, das was Frauen zu Frauen macht, das ist ihr Gender und das ist nicht das biologische Geschlecht. Und weil Lesben halt nicht in diesen Begriff der heteronormativen oder in die heteronormative Matrix richtig passen, stellen sie eben auch ein eigenes Geschlecht dar. Und dann, das war die erste Folie, also feministische Theorie. Zweite Folie, Poststrukturalismus. Auch super kompliziert alles und was will man darunter alles fassen? Der Poststrukturalismus kommt quasi nach dem Strukturalismus. Das ist eine ganz doll linguistisch, sprachphilosophische Strömung im Grund. Wichtig für uns ist erstmal jetzt in dem Kontext einfach nur, dass Sprache produktiv ist. Und eben nicht nur Sprache unsere Wirklichkeit abbildet, sondern auch erschafft. Mit einem ganz platten Beispiel, irgendwie gibt's Leute, die sehen halt nicht nur einen Schnee, sondern die haben derbe viele Namen für Schnee und die sehen dann auch tatsächlich verschiedene Formen von Schnee. Wir dagegen eben nicht, ja, oder viele von uns wahrscheinlich.
Und das Gleiche gilt jetzt eben auch Geschlechter. Es gibt Kulturen, wenn es da keine Männer gibt, die den, wenn es zu wenig, wenn es Männermangel gibt, dann übernehmen Frauen die Männerrolle und sind dann aber auch tatsächlich Männer und bleiben eben in der, also heiraten dann auch und so weiter. Wenn da jetzt Leute hingehen aus Westeuropa und sagen, ja, wir möchten gerne die Personen kennenlernen, die jetzt Männer geworden sind und davor Frauen waren, dann versteht niemand, was gemeint ist, weil die schlichtweg wirklich zu Männern, also eben Männer dann sind, ja, wo sich eben auch, je nachdem, was für eine Wahrnehmung wir haben, je nachdem, was für Wörter wir haben, sich eben auch tatsächlich unser Bild von Wirklichkeit verändert. Und das soll für uns jetzt hier wichtig sein. Und als dritte Folie neben der feministischen Theorie und dem Poststruck kommt dann also noch die Psychoanalyse. Und da bezieht sich auf Lacan, aber auch auf Freud und versucht den so ein bisschen von seinen biologistischen Wurzeln, wenn er die denn hat, zu befreien und sich auf so emanzipatorische Begriffe oder Vorstellungen wie zum Beispiel die Bisexualität aller Geschlechter zu beziehen. Okay, so viel zur Folie. Dann komme ich jetzt zu meinem ersten Part, nämlich zur Performativität von Sprache. Ist alles gar nicht so lang, wie es sich dann anhört. Also was ist überhaupt Performativität? Performativ kommt im Grund, soll im Grund nur so viel heißen, als dass performative Handlung das hervorrufen, was sie auch benennen. Das Ganze geht auf Austin zurück, Sprachphilosophie, aber auch wieder anderer Schnack. In jedem Fall kennen wir das von der Entschuldigung. Wenn wir uns entschuldigen, dann sage ich, hey, sorry. Und in dem Moment, in dem ich sage, hey, Entschuldigung, tut mir leid, habe ich eben tatsächlich die Handlung schon vollführt. Also die Sprache und die Handlung gehen in eins. Jetzt ist also der Witz bei Butler, dass sie sagt, naja, und Geschlecht entsteht eben performativ. Und das heißt also, indem wir Leute immer wieder so benennen und das nicht nur einmal und es auch eine besondere Relevanz in unserer Gesellschaft hat, wenn wir das ständig wieder tun, Mädchen als Mädchen und Jungs als Jungs zu bezeichnen, entwickeln die sich auch tatsächlich dazu. Das heißt also, durch die Sprache und vor allem auch, und das ist wichtig, durch Diskurs, entsteht eben Geschlecht. Das sind aber immer nur Zitate. Also das heißt, wir haben nicht das Original Frau, das ist irgendwann mal irgendwo rumgelaufen und seitdem versuchen alle Frauen genau diesem Original zu entsprechen, sondern natürlich sind es immer nur Zitate und es gibt kein Original, an dem wir aber alle uns versuchen irgendwie zu orientieren. Die wir einüben, ja, die wir imitieren. Und das hat immer auch eine immanent politische Dimension. Das sind also nicht nur Beschreibungen. Also wenn jemand sagt, naja, das ist eben eine Frau, dann ist es nicht nur eine, ja, eine deskriptive Zuschreibung, sondern das hat auch immer einen normativen Anspruch. Wir erwarten dann auch, dass die Person sich so und so verhält. Und wenn sie das nicht tut, dann im besten Fall gibt es dann Irritationen und im schlimmsten Fall gibt es dann eben Mord und Totschlag. Genau. Und trotz allem, auch wenn es sehr gefestigt ist und wir Männer und Frauen immer voneinander ohne Probleme zu unterscheiden meinen, gibt es hier die immanente Möglichkeit des Widerspruchs. Und das meint Butler so, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Performativen und dem Referenziellen. Auch alles nicht so kompliziert. Performativ ist eben die sprachliche Äußerung. Zum Beispiel, ich habe gestern kein Hoch gekriegt. Ja? Und wenn das Referenzielle jetzt meine Person ist, dann ist hier klar, dass hier eben Widerspruch entsteht, den man vielleicht, so Butler, emanzipativ nutzen kann, indem man also Begriffe wie Weiblichkeit oder wie Frauen eben ausweitet und nicht nur für Menschen, die ein bestimmtes Geschlechtsorgan haben, benutzen. Genau. Also das war mir eben wichtig zu zeigen, das ist wichtig an diesem Kapitel gewesen. Performativität der Sprache heißt, es entsteht dadurch, dass wir einen Diskurs haben, entstehen die Dinge, entsteht unsere Wirklichkeit. Das war der erste Punkt. Dann komme ich jetzt zur heteronormativen Matrix. Intelligible Geschlechter. Das hört sich auch wieder so kompliziert an, aber ist es auch nicht. Intelligibel meint einfach, dass wir die Geschlechter, die wir uns vorstellen können. Und ich habe da immer so ein schönes Dreieck, also, oder ich find's schön. Auf der einen Seite haben wir eben Sex, das körperliche Geschlecht, wir haben das Gender, das kulturelle Geschlecht, wie wir sagen, und das Begehren, das bei Butler auf der theoretisch-philosophischen Ebene stark an Lacan und Freud rückgebunden ist, aber auch auf einer ganz konkreten Ebene eben jetzt in Bezug auf die heterosexuelle Matrix, eben die Heterosexualität meint.
jetzt ist der Witz, was wir eben kennen, ist, also unsere gewöhnliche Vorstellung ist, okay, Gender, es gibt halt so weibliche Verhaltensweisen, es gibt männliche Verhaltensweisen, Sex ist immer fix, es ist also, ne, Vagina ist Vagina, deswegen Frau und Mann ist Penis und deswegen Mann. Und jetzt kann man da also mit dem Gender sozial kann man so ein bisschen rum sich verändern und so, es hat sich auch durch die Geschichte verändert, aber der Körper ist halt immer gleich geblieben. Und dann gibt's eben das Begehren. Und das ist eben heterosexuell. So sind wir das gewöhnt. Das Ganze gerät jetzt aber total aus den Fugen, wenn wir zum Beispiel eine Transperson vor uns haben. Also wir sind gewohnt, okay, Sex zum Beispiel ist ein Mann, dann hat er ein männliches Gender und begehrt eben Frauen, weil heterosexuell. Und das ist jetzt aber irritierend, wenn wir eine Transperson vor uns haben, die vielleicht aufgrund ihres Sexes als Mann gelten würde, aber ein weibliches Gender hat und sich auch als Frau definiert. Ist sie dann in Bezug auf ihr Begehren, wenn sie Frauen liebt, lesbisch oder ist sie heterosexuell? Die Dinge verschieben sich also unmittelbar, wenn wir hier Veränderungen vornehmen. Und das Wichtige und witzig auch, ist dann eben bei Butler, dass sie sagt, auch Sex ist Gender. Also diese gewöhnliche Vorstellung von uns, dass das körperliche Geschlecht stabil ist, zeigt sich als instabil, insofern als auch das immer produziert werden muss. Ja, also es gab andere Zeiten, in denen wurde die Geschlechterdifferenzierung nicht vorgenommen, zum Beispiel durch die Geschlechtsorgane oder durch den Eierstock oder Blutung. Man ging davon aus, dass natürlich auch Männer bluten. Menstruation war nichts spezifisch Weibliches, sondern man ging davon aus, die müssen dann eben durch Nasen bluten oder Adern lassen und so zur Ader gehen oder wie auch immer es heißt. Genau, deswegen. Ja. Ja, so, also das heißt, das ist nicht notwendigerweise so, wie wir das heute haben. Das ist der Main Point und den setzt Butler erstmal. Andere Leute haben das dann genealogisch versucht darzustellen, aber sie setzt es erstmal als Faktum. Und sie sagt jetzt, männlich und weiblich sein ist im Grunde eine verflixt instabile Angelegenheit. Wir kommen also nicht als Männer und Frauen auf die Welt, sondern wir üben das Frauen- und Mannsein immer wieder ein vom Spiegel. Jeden Morgen checken wir uns nochmal, okay, sehen wir einen bestimmten Bild, entsprechen wir dem. Und man sieht es auch so, finde ich, total gut bei so 12- bis 16-Jährigen, die halt echt noch fett dabei sind, diese Geschlechterstile einzuüben, ja, wie das immer noch nicht funktioniert und man es ihnen noch nicht so abnimmt und so. Wo noch ganz deutlich ist, das muss trainiert werden, das ist harte Arbeit und zwar tägliche Arbeit. Und Butler nennt das jetzt im Grunde das konstitutive Schwanken, weil sie sagt, wir versuchen immer einem Ideal zu entsprechen, das so uns entstehen lässt, indem wir uns also jeden Morgen vorm Spiegel checken, ob wir dem weiblichen oder männlichen eben entsprechen. Und zugleich kommen wir aber nie ans Original ran, weil wir haben ja kein Original. Und wir werden immer in irgendeiner Form dem nicht entsprechen, durch irgendwelche Körpermaße oder durch ein gewisses Verhalten. Aber wir versuchen das natürlich durch größere BHs oder durch Pille oder durch Rasieren oder durch Muskeltraining oder durch einen breiten Gang oder so, versuchen wir das immer wieder herzustellen. Aber wir werden eben nie ganz daran reichen, weil es den endgültigen Mann und die endgültige Frau oder die wahrhafte Frau eben so einfach schlichtweg und zum Glück nicht gibt. Also das war mein erstes Dreieck, ne? Begehren, Sex, Gender, jetzt kommt mein zweites Dreieck. Und dieses zweite Dreieck ist meine Lesart von Butler, die ist jetzt nicht so derbe originell, aber ich möchte sie hier stark machen heute im Vortrag in Bezug auf die heterosexuelle Matrix. Und zwar sagt Butler, okay, wir haben also die Zwangsheterosexualität, das heißt, dass wir immer davon ausgehen, was das die Norm ist, dass Frauen Männer begehren und umgekehrt. Und ich weiß noch nicht, ich habe noch nie von dem Fall gehört, dass jemand ein Baby hochgehoben hat und gesagt hat, oh mein Gott, was für ein schönes lesbisches Baby. Ja? Also das ist ein Abweichungsprozess, der dann in einem Alter stattfindet irgendwann. Das heißt, wir gehen dann also von der Zwangsheterosexualität aus. Und die erfordert und instituiert die Binarität der Geschlechter. Weil ist ja klar, ne? Also heterosexuell, das heißt, das eine liebt das andere und umgekehrt. Und deswegen haben wir also auch Männer und Frauen. Das heißt, wir gehen hier also von zwei Geschlechtern aus und diese Binarität der Geschlechter, Männer und Frauen, die stabilisieren wiederum und naturalisieren die Zwangsheterosexualität. Das sind dann all die Märchen vom Schlüssel- und Schlossprinzip und sonst kommen keine Kinder auf die Welt und deswegen passt es so perfekt zusammen, Männer und Frauen und so weiter.
So, also einerseits Zwangsheterosexualität, Binarität der Geschlechter und jetzt für diesen Vortrag ganz wichtig, oben in meinem Dreieck dann also die Geschlechterhierarchie, ja, weil Butler sagt, dieses Verhältnis ist unmittelbar hierarchisch. Das bedeutet also, dass Männer das Wesentliche sind, dass Männer die Dominanten sind, dass Frauen das Nebensächliche sind, das Unbekannte, das oft nicht Benannte, das Vergessene. Das ist den Geschlechtern eingeschrieben. Das ist also nichts, was künstlich dazukommt, sondern das ist notwendigerweise drin. In der heterosexuellen Matrix. Die ich jetzt hoffe, geklärt zu haben. Zumindest soweit. Und dann komme ich jetzt zu den materiellen Körpern. Das ist keine Tautologie, sondern Butler geht davon aus, dass Körper nicht einfach so da sind, sondern eben durch Materialisierung entstehen. Und Materialisierung meint den Prozess, in dem Körper zu solchen werden. Das hört sich abgefahren an, da werden auch so abgefahrene Begriffe benutzt, wie zum Beispiel Morphe. Das meint nur so viel, dass wir auf die Welt, wie sie tatsächlich ist, nie Bezug nehmen können. Außer durch Sprache und Diskurs. Das heißt, ich schaue nie den Tisch an und denke, oh, das ist ja einfach ein Tisch, Materie. Sondern ich denke immer, ich setze den sofort in ein bestimmtes Raster ein. Ja? Also der ist jetzt irgendwie relativ billig so und hat so abgefuckte Aufkleber da und so weiter. Ja? Also ich werde den unmittelbar in den Kontext setzen. Ich kann nicht einfach nur Materie ansehen, sondern ich habe meine kulturellen Vorstellungen zu diesem Begriff. Und das Gleiche ist auch mit einem Baum. Ja? Wenn, das ist auch immer dann der Kritikpunkt, der dann kommt, na hör mal, wenn alles konstruiert ist, wenn ich aber gegen den Baum laufe, dann habe ich eine Beule, ja, egal wie ich den jetzt bezeichne, hier Sprache und so, ja. Und der Witz ist natürlich, hat man dann eine Beule, das ist auch nicht die Frage. Das, was Butler kritisiert oder anzweifelt, ist nicht, dass es da draußen eine Wirklichkeit gibt oder auch in mir drin, mein Körper, dass es eine Wirklichkeit ist. Was sie anzweifelt ist, dass es notwendigerweise ein Baum sein muss, der uns da gegenübersteht. Es könnte genauso die Inkarnation unserer Oma sein oder unserer Vorfahren oder das Symbol für Fruchtbarkeit oder whatever. Ja? Also das ist kulturell gemacht, wie wir mit Gegenständen umgehen. Darum geht es hier also. Und deswegen gibt es auch keine Trennung zwischen Sex und Gender, sondern Sex ist eine Kategorie von Gender. Und da würde ich eben auch sagen, ich kann mir halt keinen Schwanz angucken und denken, oh, ist ja ein materielles Faktum, das ist einfach objektiv, ja, interessant. Sondern natürlich habe ich die Vorstellung dazu und die primäre ist, das ist männlich. Ja? Ich assoziiere das nicht mit Frau. Weil das für in unserer Gesellschaft das entscheidende Kriterium ist, ob jemand Mann oder Frau ist. So. Also, das heißt, Sex ist Diskurs, Norm und regulativ, aber eben nicht beliebig. Ja, dann sagen viele, ja, was jetzt hier Butler, alles Sprache oder was? Und dann gehe ich zum Kleiderschrank und hole mir ein neues Geschlecht raus für heute oder was? Also ich werde ja als Frau angeguckt, da kann ich ja nicht viel gegen machen und wenn, dann ist es ein schwieriger Prozess. Und da sagt sie, das ist auf jeden Fall so. Wie gesagt, das ist nicht beliebig. Aber es ist zugleich auch nicht notwendig immer schon so gewesen, wie es gerade ist. Das heißt also, Sprache ist nicht materiell, ist nicht Materialität, ja, also der Baum ist halt da und ich laufe gegen den und hab die Beule, egal ob ich das jetzt die Inkarnation meiner Oma oder der Baum ist, der Apfelbaum. Aber die sind eben immanent miteinander verzahnt und ich kann sie eben nicht einfach separieren. So, jetzt wieder zu den Körpern zurück von den Bäumen. Imaginäre Körperumrisse, das heißt also die Vorstellung davon, was wir als Männer und Frauen, was wir als normalgewichtig, als nicht normalgewichtig, etc., was wir als schwarz oder weiß sehen, die begrenzen und ermöglichen aber auch Identitätsprozesse. Also es läuft halt nicht, dass wir ohne Geschlecht leben. Ja, das ist Butler auch klar. Und sobald wir jemand sehen, die ersten Kategorien sind natürlich sofort, okay, Typ oder Frau. Ganz schnell, natürlich. Ja, das heißt also, Identität wird auch erst hergestellt, unter anderem in Durchgeschlecht. Und zwar eben einmal durch diese Intelligibilität, was können wir uns überhaupt als Geschlecht vorstellen? Also wir können uns Männer vorstellen, Frauen. Und das irritiert uns aber sofort, wenn wir dann eben Butches sehen oder irgendwelche Femmes. Und es uns irritiert, dass sich auf einmal diese Geschlechterstereotype auflösen. Und zum anderen durch dieses konstitutive Schwanken, was wir gesehen haben. Wir bemühen uns also immer, was zu entsprechen, aber es gelingt uns nicht, weil es das Original nicht gibt.
Ich weiß, ich habe schon furchtbar lang geredet, aber es ist notwendig. Ich bin auch gleich fertig. Jetzt komme ich noch zum postsouveränen Subjekt. Butler sagt, es gibt kein Subjekt ohne Subjektivationsprozesse. Auch das hört sich wieder weird an, aber ist gar nicht so. Das heißt also, man wird erst mit der Zeit zu einem bestimmten Subjekt. Und wir werden alle zu unterschiedlichen Subjekten. Wir werden eben nicht zu einem universalistischen, männlichen, weißen, heterosexuell, bla 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 bla. Sondern wir werden eben jeweils, wo wir sind, an verschiedenen Standpunkten zu unterschiedlichen Menschen. Und das geschieht durch Subjektivationsprozesse. Subjekt ist also eine sprachliche Kategorie im Diskurs. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, okay, Frau, okay, schwarz, okay, weiß ich nicht, höhere Mittelklasse oder sowas. Nee, Mittelschicht. Mittelklasse waren die Autos oder so. Genau. Ja, also, und daran werden wir erst. Wir sind nicht am Anfang schon hochgebildet und gehören der Bildungsschicht an, sondern das kommt mit der Zeit. Das kriegen wir krass eintrainiert, und zwar von Anfang an. Mit der Zeit. Und jetzt stellt sich die Frage, wie werden wir überhaupt zu Subjekten? Und Butler nennt da verschiedene Modi der Subjektivationsprozesse. Und zwei sind mir verflixt wichtig, die möchte ich gerne noch anbringen. Das eine ist die Anrufung. Sorry. Das eine ist die Anrufung. Das geht auf Althusser zurück. Und das ist so ein ganz sehr ausgelutschtes Beispiel, aber egal. Wir sind auf einem Marktplatz, super viele Leute am Start und dann ist der Bulle da und der Bulle sagt, hey, sieh da. Und indem der Bulle, genau in dem Moment, wo er sagt, hey, sieh da, dreht sich eine Person um. Und dadurch, dass sie sich umdreht, wird sie zur angesprochenen Person. Davor war sie es nicht. Aber in dem Moment, wo sie sich umdreht, wird sie dazu. Das heißt also, wir selbst tragen dazu bei, dass wir Frauen, dass wir Männer werden, indem wir uns umdrehen, anerkennen, dass wir gemeint sind. So. Genau. Und das merken wir zum Beispiel auch, wie fest sowas gefahren ist, merken wir, wenn wir mit Transgender-Personen zu tun haben und das ist eben eine Frau und wir immer noch Leute zu ihr er sagen, weil wir so fixiert darauf sind, ja, weil wir immer noch, und diese Person sich nicht mehr anrufen lassen will. Sie will sich nicht mehr anrufen lassen als er, weil sie eine sie geworden ist. Und mit jedem er, mit das wir einfach noch praktizieren, ja, brechen wir das wieder auf. Und das sind Formen von Transformationsprozessen, kann man sagen. So, das ist ein Modi der Subjektivationsprozesse und ein anderer ist das die konstitutive Verwerfung. Die geht auf Freud zurück, auf seine Theorie der Melancholie und das ist unglaublich toll, das finde ich ganz großartig. Und zwar gehen die davon aus, Freud geht davon aus, der Unterschied zwischen der Melancholie und der Trauer liegt daran, dass die Melancholie im Grunde die verdrängte Trauer ist. Ja? Jetzt ist es so, die konstitutive Verwerfung findet jetzt im butlerischen Fleischwolf gedreht, zum einen auf der individuellen Ebene statt. Das heißt, wenn ich sage, ich bin schwul, sage ich auch immer gleich, ich bin nicht heterosexuell, ich bin nicht lesbisch. Ja? Ich muss also notwendigerweise, indem ich etwas annehme, indem ich mich anrufen lasse, anderes ablehnen. Und das ist nicht cool. Davon geht Freud nämlich aus, dass es die, zumindest nach Butlers Lesern, dass es nämlich eine Bisexualität aller Geschlechter gibt, dass wir erstmal nicht fixiert darauf sind, armselig uns eben nur auf eine bestimmte Kategorie von Menschen einzulassen, am besten noch auf gewisse Altersklassen oder bestimmte Schichtzugehörigkeiten. Das ist nicht notwendigerweise so, wir machen das aber. Und das ist also dadurch, dass es nicht bewusst ist, dass es kein offizieller Trauerprozess ist, in dem wir das auch betrauern, dass wir halt nicht mal mit einer 60-jährigen Frau ins Bett gehen oder als Typ nie uns mal mit einem Mann im Bett treffen, dass es traurig ist, verflixt. Dass dadurch, dass es eine Melancholie ist und also nicht bewusst, bleibt es bestehen. Bleibt diese Melancholie bestehen und zwar häufig in Aggression. Also ich finde, das merkt man so super häufig bei so Prollgangs, die dann die ganze Zeit sagen, ey Digga, bist du schwul oder was? Also ja, die reden die ganze Zeit über Schwule, die ganze Zeit reden die über Schwule. Und man würde denken, die haben die verflixt lieb, die sind denen sehr wichtig, die haben viel mit denen zu tun, das sind deren beste Freunde, weil die ja die ganze Zeit über die reden.
Und die brauchen die auch, weil die brauchen das andere, um sich davon abzugrenzen und zu sagen, hey, weil du scheiße bist, bin ich richtig. Ja? Und diese Angewiesenheit auf das andere macht deutlich, dass man selbst eben nicht die Möglichkeit dazu hat. Und das bedeutet also, dass hier, genau, und das ist also, ne, wir haben diese individuelle Ebene, wenn ich sage, ich bin schwul, dann sage ich, ich bin nicht lesbisch. Und wir haben diese gesellschaftliche Ebene, dass wir was verwerfen müssen, dass die heterosexuelle Ehe geschützt werden muss und so weiter. Ja, das sind alles Dinge, wo wir uns also bemühen, etwas Wesentliches zu halten, von dem wir uns abgrenzen können. Und das bedeutet also, dass Identitätskategorien, die so ganz unbeschwert daherkommen, wie ja, du bist eine Frau, ja, du bist ein Mann, du bist schwarz, weiß, whatever, dass es immer auch einen normativen Charakter hat, weil es immer auch bedeutet, und das sollst du auch sein. Und es ist klar, wir können nicht anders, wir bleiben in der Sprache, wir müssen Menschen bezeichnen. Und Butler sagt ganz klar, ich habe kein Problem mit der Frau, ich kann Frau sagen zu Leuten, ja. Das ist nicht das Problem, aber wir müssen wissen, was es bedeutet und dass es auch immer normativ ist. Okay, so, also, das war der einführende Part. Wichtig wäre, ich fände es schön, wenn ihr behalten könntet, dass eben die Performativität der Sprache erst die Geschlechter erschafft, qua Wiederholung, qua Diskurs, dass die heterosexuelle Matrix schon die Geschlechterhierarchie im Dreieck mit impliziert, dass materielle Körper bedeutet, dass die Körper eben durch Diskurs werden und was in Bezug auf postsouveränes Subjekt gesagt wurde, Sprache ist eben nicht nur deskriptiv, nicht nur beschreibend, sondern eben immer auch produktiv und normativ. Und das wird eben, das bedeutet, wir müssen achtsam sein mit Begriffen und eben auch mit den Begriffen von Patriarchat und heteronormative Matrix. Und damit übergebe ich an dich, Inge. Wir kommen jetzt zum diskursiven Teil, jetzt wird diskutiert. Nachdem die Begriffe eingeführt sind. Genau, mittelbar sozusagen. Na, ich werde jetzt halt, also wir gehen davon aus, dass obwohl der heteronormative Matrixbegriff einiges vorangetrieben hat in der Diskussion darüber, gerade wie, also dass Geschlechter konstruiert sind, dass nicht, also dass Dinge historisch, also historisch geworden sind, gesellschaftlich veränderbar sind, diskursiv veränderbar sind, wie auch immer man es fassen will, dass wir aber trotzdem denken, obwohl die Hierarchie da integriert ist, dass es notwendig oder wichtig ist, trotzdem einen Begriff zu haben, der, also einen systematischen Begriff der Funktions- und Strukturmechanismen des gegenwärtigen Geschlechterverhältnisses in den Fokus nehmen kann. Und damit will ich nicht sagen, dass das Geschlechterverhältnis getrennt von anderen Herrschaftsverhältnissen besteht. Also die Ordnung der Gesellschaft ist von Überlagerungen und Durchdringungen verschiedenster Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse hergestellt und aufrechterhalten. So wird zum Beispiel mit rassistischen Stereotypen das Frausein von Frauen mit angenommenem oder direktem Migrationshintergrund anders konstruiert als das Frausein von bio-deutschen Frauen. Aber dennoch wollen wir den Begriff, einen Begriff, der zuerst das Geschlechterverhältnis bezeichnet, und zwar so, wie es gesellschaftlich uns entgegentritt. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass Geschlechter konstruiert sind, ist es trotzdem ja so, wie du auch sagtest, wir werden als Frauen oder Männer angerufen und damit irgendwie einen Umgang zu finden. Das so als Vorbemerkung, also ich werde jetzt, oder mein diskursiver Teil wird jetzt so aufgebaut sein, dass ich erst was zu unserer Einschätzung zum gegenwärtigen Geschlechterverhältnis sagen werde, also sehr grob, und unsere Kritik am klassischen Verständnis vom Patriarchatsbegriff so ein bisschen skizziere, um dann anschließend vor allen Dingen an Hannas Darstellung und Analyse von Butlers Konzept der heteronormativen Matrix unsere Kritikpunkte daran nochmal ausführe, um dann zu unserem Gegenkonzept vom strukturellen Patriarchat zu kommen. Aber kurz dazu schon mal vorweg, also wir denken, dass sich in dieser Bildung einige Schwächen des Patriarchatsbegriffs vermeiden lassen wollen, ganz explizit viel von dem, was mit der Analyse der heteronormativen Matrix geleistet wurde, auch aufnehmen. okay, also zur gegenwärtigen Situation. Vieles von dem, wofür in den Frauenbewegungen gekämpft wurde, was ich grob skizziert, also rechtliche Gleichheit und gerade auf der rechtlichen Ebene, ja, ist mittlerweile durchgesetzt. Und also Frauen haben mittlerweile eine Rechtssubjektivität, was ich auch als Erfolg der ersten und zweiten Frauenbewegung beschreiben ließe. Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts sind zumindest gesetzlich verboten mittlerweile, was sich ja auch zunehmend institutionell durchsetzt. Und kurz zusammengefasst kann man zumindest von einer
theoretischen Gleichberechtigung vor dem Gesetz sprechen, zumindest in Deutschland. Aber die juristische Ebene reicht nicht aus. Es bestehen weiterhin Asymmetrien zu Ungunsten von Frauen, insbesondere im ökonomischen und sozialen Bereich. Und nicht zuletzt setzt sich die Trennung von Produktions- und Reproduktionssphäre weiter fort. Auch wenn sich hier die Ehe dem eindeutigen geschlechtlichen Zuweisungen, also dass Frauen gar keinen bürgerliche Frauen, gar keinen direkten Zugang zur Produktionssphäre hatten oder sowas, das will ich nicht sagen, dass das so besteht, aber dass, also dass die Ehe dem eindeutigen geschlechtlichen Zuweisung sich zwar aufweichen, aber dass sich im Gros trotzdem noch eine Hierarchie aufzeigen lässt, die, dass halt Frauen noch immer primär im Haushalt verortet werden, für Familie, Kindererziehung, Emotionen auch und dergleichen als verantwortlich gedacht werden und gleichzeitig diese Bereiche auch immer noch als die niedriger gestellten oder untergeordnete angesehen werden. Wenn Frauen in der Produktionssphäre tätig sind, dann häufig doch noch in prekäreren Positionen als Männer. Und also zugespitzt kann man da sagen, dass Männer die Oberärzte und Frauen die Krankenschwester sind oder dass Männer die Professoren und Frauen die Sekretärinnen. Oder die WHKs. Genau. Oder wenn ein Mann dann die Position der Sekretärin, des Sekretärs ausfüllt, gleich auch schnell komisch angeguckt wird, sanktioniert wird, Frauen, die Professorinnen sind, manchmal auch als, oh Gott, die muss sich ja richtig durchgebissen haben, oder, also immer so gewisse Konnotationen dann noch mitgetragen werden. Und dementsprechend gibt es auf einer vermittelten Ebene immer noch diverse geschlechtlich konnotierte Zuschreibungen von Attributen auch, die ebenfalls unterschiedlicher Bewertung dabei unterliegen. Also Fürsorglichkeit, Emotionalität, soziale Ader wird Frauen zugesprochen, eindeutig. Und aggressives Auftreten, Durchsetzungsvermögen, Leistungsorientiertheit Männern. Wenn Frauen so auftreten, folgen häufig sogar Sanktionen von verbalen Attacken als Mannweib oder Kampflesbe bis zu knallhartem Ausschluss aus der Zusammenarbeit. Frauen sind immer noch die Hauptbetroffenen von sexueller und sexualisierter Gewalt. Das Gleiche gilt in gleicher Intensität auch für linke Kreise, die auch nur Teil der Gesellschaft sind. Aber kurz zusammengefasst, patriarchale Verhältnisse heißt hier, dass dem aktuellen Geschlechterverhältnis eine Hierarchie und ein Machtgefälle eingeschrieben ist, die sich auf verschiedenen Ebenen zeigen. Sie bestehen einerseits in konkreter Entmachtung, Diskriminierung von Frauen und andererseits in unterschiedlichen Chancen auf Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, was sich auch klar in Lohndifferenzen und Ähnlichem niederschlägt. Und trotz dieser Einschätzung kann der Begriff des Patriarchats unserer Ansicht nach nicht mehr unmittelbar für die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse herhalten. Was ich mit unmittelbar meine, werde ich gleich noch, also im Folgenden noch ausführen. Direkte Diskriminierung gibt es zwar noch zuhauf, aber in einem veränderten gesellschaftlichen Komplettzusammenhang. Die strukturellen Ungleichheiten treten in diesem stärker in den Vordergrund und können nicht mit einem Begriff erfasst werden, denn noch immer in einem unmittelbaren Verständnis den Bedeutungsgehalt der direkten Herrschaft von Männern über Frauen primär mitträgt. Und wer Patriarchat sagt, der oder dem wird unterstellt, zu essentialisieren und zu naturalisieren. Das heißt einerseits anzunehmen, Frauen und Männer hätten eine Essenz oder einen Wesenskern, der sich dem jeweils einem Geschlecht, eindeutig zuordnet und damit andererseits das Geschlechterverhältnis nicht als sozialen Prozess anzuerkennen, sondern als überzeitliche Unterdrückung von Frauen durch Männer. Und es mag Strömungen gegeben haben, die Frauen und Männer als jeweils als homogene Gruppe konstruieren wollten, für die klar war, der Mann ist der Täter, also das Böse, und die Frau ist das Opfer, also das Gute. Und das sei das universale, immer und überall geltende, überzeitliche Geschlechterverhältnis. Und diese identitätsfeministischen Vorstellungen sind schon aus zwei Gründen falsch. Also erstens gibt es weder die Frau noch den Mann. Damit würde eine Binarität festgeschrieben werden, die das Geschlechterverhältnis zu stark vereinfacht und die so nicht zwangsläufig besteht. Wenn danach gefragt wird, was die Frau denn eigentlich ist, die Frage taucht sich auf, wenn das die Grundannahme ist, dann ist man wirklich schnell bei einer konstruierten Essenz der Frau oder des Mannes oder einer Auflistung von Eigenschaften und man tappt auch wirklich schnell in die Biologiefalle. Also dass über die Geschlechtsorgane dann der vermeintliche Beweis erbracht ist, wieso, das ist doch eine Frau, die hat eine Vagina, das ist ein Mann, der hat einen Penis. Und das hat Hannah ja auch schon ausgeführt.
Und da würden wir auch sagen, das ist ein Problem, wenn dann irgendwie gleich daran, also daran implizite Bedeutungsgehalte mitgekoppelt sind. Wenn von einer Gebärmutter ausgegangen wird, die Frau doch hat, also das ist doch ein biologisches Faktum, dann implizit ist dann immer auch gleich sowas wie, naja, deswegen kann sie sich ja auch besser ums Kind kümmern, deswegen, und also solche Implikationen werden dabei schnell mitgetragen. Das ist ein Problem von so einer Einschätzung, denken wir. Und zweitens werden Frauen mit so einer Vorstellung von, sie sind die Opfer von Männern, durch männliche Präsenz bis hin zu männlicher Gewalt, werden damit krass in der passiven, also in der passiven Rolle festgeschrieben. Und das soll ja eigentlich durchbrochen werden. Sowohl Männer als auch Frauen machen bei der Gestaltung ihrer eigenen Geschlechtsidentitäten und damit auch der Reproduktion des Geschlechterverhältnisses mit. Also sie, wie sage ich das jetzt mal? Sie reproduzieren ihre Rollen und Zuschreibungen jeweils selbst. Und das ist natürlich, also das ist, alle sind daran irgendwie auch selbst beteiligt. Gut, damit sind wir jetzt soweit in Übereinstimmung mit Butlers Kritik an einem Feminismus, der die Differenzen zwischen den historisch, geografisch und sozial verschiedenen lebensweltlichen Situationen unterschlägt. Eine weitere Übereinstimmung mit Butler ist die Betonung der sozialen Herstellung von Geschlecht. Wie schon Beauvoir sagte, man kommt nicht als Frau auf die Welt, sondern man wird es. Und also auch wenn wir in entscheidenden Punkten mit Butlers Konzept richtig mitgehen und es richtig und wichtig finden, sehen wir auch ein paar Probleme, die ich jetzt kurz umreißen werde. Ich glaube, der banalste und auch schwächste Punkt ist, dass es schon eine ziemlich komplizierte Theorie ist, mit ziemlich vielen Vorannahmen, wo die Frage ist, ob man das wirklich mittragen will, also ob man die Diskurstheorie so mittragen will, den Poststrukturalismus, die ganzen theoretischen Folien, die Hannah angerissen hat. Das ist so wirklich, das ist ja auch ein bisschen ein Grund, warum wir die Veranstaltung machen, dass das mal diskutiert werden kann. Und des Weiteren halten wir den Begriff an vielen Punkten für vage und irgendwie schon auch in der Gefahr, an Analyseschärfe zu verlieren. Also der Begriff Matrix soll ja ausdrücken, dass es viele verschiedene Machtverhältnisse gibt, die sich überlagern und durchkreuzen, die alle berücksichtigt werden müssen. Und Butler spricht hier von einer also im Unbehagen der Geschlechter oder Gender Trouble, erst von einer kulturellen Matrix, die dann im Besonderen in dem historischen Kontext, in dem wir uns bewegen, zur heteronormativen Matrix transformiert wird. Und damit wird sich aber schnell in Überkomplexität verstrickt. Wir sehen auf jeden Fall die Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Und das Geschlechterverhältnis ist dann nicht mehr besprechbar, ohne alles andere gleichzeitig thematisieren zu müssen. Also Class, Race, Gender, ob homo, hetero, wie ist das Begehren strukturiert und damit eigentlich den Punkt, wenn es um Unterdrückungen oder Diffamierungen geht, das noch artikulieren zu können. Da sehen wir auf jeden Fall eine Gefahr drin. Und auch der Diskursbegriff von Foucault ist nicht so einfach und an vielen Stellen auch undeutlich. Das Gleiche gilt, finden wir, für den Machtbegriff, der eng an die Vorstellung des Diskurses gekoppelt ist und damit zusammenhängt auch die Frage nach dem Subjekt, mit der Frage nach dem Wie der Konstruiertheit von Geschlecht wird der Blick auf die Einzelnen gelenkt. Was wirklich eine wichtige Perspektive ist, finde ich. Aber die Gegenüberstellung von Einzelner oder Einzelnen und Gesellschaft ist mit dem Konzept nicht möglich. Also Butler geht es darum aufzuzeigen, dass das Subjekt nicht vor dem Diskurs besteht, dass es keine Substanz gibt, auf die das Geschlecht dann aufgedattelt wird, sondern das Subjekt und Identität gleichzeitig entstehen. Die Macht ist einerseits in mir und tritt mir andererseits entgegen. Beide Elemente fallen in den Subjektivierungsweisen in eins und legen nahe, dass ich an mir selbst arbeiten muss und die Gemeinsamkeiten mit anderen, in diesem Fall anderen Frauen zum Beispiel, weniger gut sehen kann und politische Arbeit an der Makroebene damit erschwert wird. Und der dritte und gewichtige Kritikpunkt, der daran anschließt, ist das mit der Verschiebung auf die Frage, wie wird man Subjekt und damit Geschlecht, dass was ist gegenwärtig vorherrschend in den Hintergrund gedrängt werden kann. Die Hierarchie der Geschlechter, die immer die Abwertung des als weiblich Konnotierten beinhaltet, ist mit der Kritik an Heteronormativität nicht so deutlich kritisierbar. Also Hannah hat ja in ihrer Lesart von Butler oder in ihrer Darstellung von Butlers heteronormativer Matrix
auch dargestellt und auch herausgestellt, dass Butler die Hierarchie schon als gegeben ansieht, dass sie auch Teil des zweiten Dreiecks ist, sozusagen. Und sie geht nicht weiter darauf ein, Butler, und damit wird die Hierarchie zum Nebenprodukt der Konstruiertheit von Geschlecht. Und das ist unserer Ansicht nach dann problematisch, wenn es um die gesellschaftlichen Verhältnisse geht, in denen man immer als Mann oder Frau angesprochen wird, mit den zugehörigen Erwartungen an die jeweils zugedachte Geschlechtsidentität. Das waren jetzt grob gefasst unsere zentralen Kritikpunkte am Konzept der heteronormativen Matrix, und da haben wir uns ein bisschen gefragt, was dann, also wenn beim Patriarchatsbegriff so problematische Implikationen auch immer mitgetragen werden, was kann irgendwie ein Begriff sein, der es trotzdem auf das binäre Geschlechterverhältnis Mann-Frau, was auf einer gesellschaftlichen Erscheinungsebene einem immer entgegentritt oder worauf man immer wieder zurückgeworfen wird, aus welcher Perspektive auch immer. Und wir dachten, naja, doch irgendwie wieder zurück zum Patriarchatsbegriff, und aber wir haben das dann mit dem Zusatz strukturell versehen und damit eine mehr oder weniger neue Konzeption wollten wir damit vorschlagen, die unserer Ansicht nach, und das werden wir dann auch gleich noch diskutieren, die unserer Ansicht nach wichtigen Einsichten und Analysen in Bezug auf Geschlechterkonstruktionen Rechnung tragen kann, die aber gleichzeitig sich, also den Fokus wieder verschiebt. Und da kann man definitiv drüber diskutieren, ob damit nicht wiederum, also ob dieses Rechnung tragen den Geschlechterkonstruktionen und den, der Frage, ob man immer auf eine eindeutige Geschlechtsidentität festgelegt sein muss, ob das funktioniert. Ja, genau, das können wir dann diskutieren. Also wir wollen mit dem Konzept strukturelles Patriarchat gerade nicht sagen, dass jeder konkrete Mann über jede konkrete Frau herrscht, sondern dass Patriarchat mehr als ein personales Verhältnis ist. Und es bezieht sich auf die allgegenwärtige Höherbewertung dessen, was als männlich gedacht wird und damit auch derer, die diesem Ideal möglichst gut entsprechen oder als Mann identifiziert werden, häufig. Damit soll die Hierarchie auf einer gesellschaftlichen Erscheinungsebene beschreibbar gemacht werden, auf der wir alltäglich als Männer und Frauen angesprochen und hierarchisiert werden. Also das Geschlechterverhältnis ist weder vom Himmel gefallen, okay, noch sind es die Geschlechter, auch gibt es nicht das eine eindeutige Geschlechterverhältnis. Es gibt Differenzen zwischen den Individuen allein, und das Geschlechterverhältnis ist historisch und regional unterschiedlich und insgesamt sagen Geschlechter. Okay, Geschlechter werden diskursiv, gesellschaftlich und handelnd, wie man es ausdrücken will, geformt. Aber, soweit gehen wir ja mit Butler mit, aber die Krux ist doch, dass dies nicht individuell funktioniert. Also alles Zwischenmenschliche basiert auf Handlungen und besteht aus ständigen Prozessen der Produktion und der Reproduktion, also Wiederholungen. Aber diese Prozesse verfestigen sich zu Strukturen, die auf die Einzelnen einwirken und zurückwirken und sein Denken, ihr Denken, Handeln, Sprechen auch prägen. Das Geschlechterverhältnis ist in dem Sinne, oder wir verstehen es als ein System, kein wohlgeordnetes, aber immerhin ein System. Und in diesem Sinne möchte ich auch den Zusatz strukturell verstehen, also dass die patriarchalen Verhältnisse geronnene gesellschaftliche oder soziale Prozesse sind, die den Einzelnen nicht unmittelbar zur Verfügung stehen, aber dennoch natürlich von ihnen, also selbst wenn sie von ihnen mitproduziert und produziert, reproduziert werden. Ich würde sagen, das ist am Ende wahrscheinlich auch nicht ganz unähnlich dessen, was Foucault und Butler unter Diskurs dann verstehen, aber es legt den Fokus schon nochmal stärker auf das Nicht-Zuhandensein des Gegenstand. Okay. Gut, ich komme noch einmal auf den Satz von Beauvoir zurück. Wir kommen nicht als Frau zur Welt, wir werden dazu gemacht. In dem Satz gibt es auch noch eine Erweiterung. Wir werden nicht nur zu Frauen und Männern gemacht, wir sind in einem bestimmten Maße auch wirklich so geworden. Und das ist für uns ein wichtiger Ansatzpunkt. Also wir leben in einer Welt, in der der Zwang zu einer eindeutigen Geschlechtsidentität de facto besteht, also entweder Mann oder Frau zu sein. Und so ist auch die Wirklichkeit oder die Alltagsrealität, in der wir uns bewegen, gestaltet. Mit einem Geschlecht wird jeder oder jedem eine gesellschaftliche Position zugewiesen und das passiert immer auch als Fremdzuschreibung. Ich werde von anderen als Frau wahrgenommen, als solche behandelt, nach meiner individuellen Geschlechtsidentität fragen, wenn überhaupt, nur die sich mit Gendertheorie auseinandersetzen, und die sind, so schade es ist, gesellschaftlich marginal.
Diese Zuschreibung und Selbstzurichtung üben eine sehr reale Macht aus. Diese ist zwar auch in mir, indem ich eine geschlechtliche Identität annehme und herstelle und reproduziere und auch anderen zuweise, aber sie tritt mir so konkret und real entgegen, dass ich da manchmal mit dem von Butler vorgeschlagenen konstitutiven Schwanken nicht sehr weit komme. Also spätestens auf der Arbeit oder bei Familienfeiern wird mich mein angenommenes Frausein dann doch irgendwie wieder einholen. Also gerade bei Familienfeiern ist es immer klassisch, wenn es ein bisschen ältere Generation ist, dass es klar ist, die Frauen machen, decken den Tisch, kochen den Kaffee oder was auch immer. Und da ist es halt schwierig, also solchen Situationen beizukommen, wenn man sagt, ja, ich fühle mich nicht als Frau, ich bin keine Frau, ich habe diese Geschlechtsidentität abgelegt. Also, na gut, mir geht's in dem Fall wirklich um den Punkt, man wird permanent darauf zurückgeworfen, egal wie man sich sonst entschieden hat. Schön. Also bisher war der Plan, dass ich das jetzt gerade noch fertig erzähle und dann Hannah nochmal antworten kann und dann eigentlich eine Pause sein wird, ne? Ja. Naja, was ja fair wäre, wäre sie noch einfach zu Ende reden zu lassen und dann können wir es ja nochmal diskutieren. Das ist noch nicht mehr lang. Nee, gar nicht mehr lang. Naja, also auf jeden Fall geht es mir auch um den Punkt, dass man da im Alltäglichen immer wieder darauf zurückgeworfen wird, dass man als Mann oder als Frau wahrgenommen wird. Und also im Weiteren finde ich auch im Konzept der heteronormativen Matrix ist die Gefahr angelegt, Machtverhältnisse von den gesellschaftlichen Verhältnissen zu trennen und damit das Geschlechterverhältnis vor allen Dingen zu individualisieren und auch zu entpolitisieren. Hier wird meiner Meinung nach wirklich eher die philosophische Frage gestellt, wie wird ein Individuum ein vergeschlechtertes Individuum, was eine wichtige Frage sein mag, aber nicht mehr die Frage, wo gibt es Diskriminierung, wie sind diese und vor allen Dingen auch, wie sind diese in der gegenwärtigen Gesellschaft verankert und wie lassen die sich analysieren und kritisieren adäquat. Das Konzept Butlers, insbesondere der Begriff heteronormative Matrix, leistet damit zwar viel in der Analyse dessen, wie Geschlecht und geschlechtliche Identität hergestellt wird, er kann aber den Begriff des Patriarchats nicht in Gänze ersetzen, weil er eben auf eine andere Frage antwortet. Mit Patriarchat kann die Gemeinsamkeit der als Frauen kategorisierten betont werden oder der als Männer kategorisierten. Und aus dieser Gemeinsamkeit das Geschlechterverhältnis als Politikum auf einer gesellschaftlichen Ebene verhandelt werden. Um aber hier dem Identitätsfeminismus vorzubeugen, ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass den Begriff Patriarchat mit dem Zusatz strukturell versehen möchte, um Essentialisierungs- und Naturalisierungsgefahren möglichst fernzuhalten. Das ist die Frage, ob das so funktionieren kann, tatsächlich. Aber ich finde auch, wenn man davon ausgeht, dass es eben, wie gesagt, selbst wenn man mitträgt, dass die Gesellschaft soziale Prozesse, soziale Interaktion ist, eine Reproduktion von den Stereotypenbildern, die einem sonst auch nur von außen aufgedrückt werden, bleibt es trotzdem ja so, dass nur weil ich das mittrage, kann ich es nicht einfach ändern, wenn ich mich selbst anders verhalte, sondern es gibt gesellschaftliche Institutionen, Herrschaftsverhältnisse, Machtverhältnisse, die mich sonst auch sanktionieren. Und obwohl Gesellschaft von Menschen gemacht ist, ist sie nicht von Individuen einfach aus Gutdünken mal zu verändern. Also schön wäre es, wenn es so wäre, aber so funktioniert es ja nicht. Okay, ich denke, dass der Begriff strukturelles Patriarchat die gesellschaftlich verfestigten hierarchischen Asymmetrien zwischen denjenigen, die als männlich wahrgenommen werden, und denen, die als Frauen wahrgenommen werden, deutlich machen kann. Und dass er damit die zwei historisch gewachsenen und dennoch von Menschen gemachten Prozesse zur Herstellung des Systems, des hierarchischen Systems Geschlechterverhältnisse bezeichnen kann. Das bin ich fertig.